Also, fangen wir an. Hallo zusammen. Jetzt wäre es schön, wenn ihr euren Namen schnell sagen könntet. Malu. Lu. Lavinia. Mia. Ich möchte wissen, wie alt ihr seid. 10. 10. 14. 13. Und jetzt möchte ich gerne wissen, in welchem Club ihr spielt. Ich glaube, ihr drei spielen zusammen. Ja. Ja. Im Hockey-Club Münchenbuchsee in Mossendorf. HC Wisla. Ich würde gerne wissen, wieso dass du gerne Eishockey spielst. Ich fange vielleicht mit dir an. Also mir macht es halt extrem Spass. Es tut mich auspowern und ich kann halt dort immer Vollgas geben und es ist cool halt. Ja, bei mir auch. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren und das hat mir halt wirklich mega Spass gemacht. Mir macht es einfach mega Spass, auf dem Eis zu stehen und die Schlittschuhe laufen. Mir macht es vor allem Spass und ich habe es einfach mal im Fernsehen gesehen und da habe ich gedacht, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Ihr seid jetzt heute auf Löchi gekommen. Jetzt steht ihr von der NHL. Wieso seid ihr gekommen? Ich fange vielleicht mit ihr an. Weil ich noch vor der Sommer noch auf dem Eis stehen wollte. Ich bin letztes Mal einfach ausprobieren und dann hat es mir halt mega viel Spass gemacht. Und dann habe ich meiner Mom gesagt, ob ich wieder mal kommen kann und hat ja gesagt. Also ich bin schon dabei, seit es angefangen hat. Und es hat mir dann schon mega Spass gemacht und jetzt bin ich einfach immer wieder gekommen. Also ich komme halt wegen meiner kleinen Schwester, weil ich habe jetzt erst angefangen mit Eishockey und brauche halt einfach mehr Übung, dass es auch besser wird. Und es hat mir mega Spass gemacht hier und ich komme glaube ich nächstes Jahr auch wieder. Ja, sehr gerne. Macht es euch auch Spass, mit anderen Mädchen zu spielen? Weil ihr spielt ja im Club mit den Buben. Macht es auch Spass, so Kolleginnen zu sehen und zusammen zu spielen? Ja, mir macht es sehr Spass, weil sonst spiele ich nur mit Gilen. Mit Modi macht es halt echt doppelt so viel Spass. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir macht es auch viel mehr Spass mit Modis. Bei mir auch. Jetzt möchte ich noch eine letzte Frage. Ich würde gerne wissen, ob ihr schon wisst, was ihr machen wollt, wenn ihr gross seid. Das weiß ich noch nicht ganz. Ich weiß eigentlich auch noch nicht. Also, ich gehe jetzt ins Gymnasium und dann würde ich gerne Veterinärmedizin studieren. Also ich habe noch nicht so grosse Ahnung, was ich machen würde, aber sie vielleicht mal Gimmer ausprobieren. Perfekt, merci vielmals. Bye bye.